Wert nicht den Gedanken, die des Vaters Nähe verkünden, denn alles, was euch hinweist auf Vergängliches, ist ein Mahnruf seiner Liebe, und je mächtiger er euch an das Herz greift, desto spürbarer äußert sich der Vater, und er streckt euch seine Hände entgegen, auf dass ihr sie ergreifen sollt. Und daher achtet dessen, wie immer und immer wieder diese seine Liebe sich euch kundgibt, indem er eure Gedanken hinlenkt auf alles, was ihn erkennen lässt. Denn so der Mensch willig ist, erkennt er sein Walten und Wirken in allem, was ihn umgibt. Er erkennt ihn und gibt sich ihm zu eigen, denn er weiß es nun auch, zu welchem Zweck ihm das Erdeleben gegeben wurde. Und er hat nur das Verlangen, sich der Liebe Gottes würdig zu erweisen. Er übergibt sich ergeben seinem Willen und bleibt so in engstem Verband mit der ewigen Gottheit, der er sein Bestehen verdankt. Der Vater im Himmel möchte alle seine Geschöpfe im Verband mit sich stehend wissen. Er möchte seine unendliche Vaterliebe übertragen auf alle seine Geschöpfe und die Entfernung derer von sich verringern helfen. Und so wählt er ein Mittel, das wohl schmerzlich, jedoch erfolgreich sein wird für viele Erdenkinder. Er naht sich euch in einer Weise, dass ihr ihn spüren werdet und das teils beglückt, teils entsetzt. Denn er wird jenen sich bemerkbar machen, die ihn als Fabelwesen nur zur Geltung kommen lassen wollen. Ihnen wird plötzlich ein Licht leuchten, das sich verändert in Form und Leuchtkraft, und dieses Licht wird einen wohltätigen Einfluss ausüben auf die noch nicht ganz Verstockten. Doch den Gläubigen wird er sich kundtun durch Zeichen, die allen Zweifel an seiner Liebe und Allmacht verstummen lassen, denn er wird kommen in den Wolken des Himmels, er wird sichtbar herniedersteigen und in die Herzen derer einkehren, die ihn lieben und ihm gläubig vertrauen. Und diese Einkehr wird gleich sein, eine Krönung. Denn wer die Nähe des göttlichen Herrn zu spüren bekommt, wird sich emporgehoben fühlen in die Gefilde ewiger Seligkeit, und ihm wird kein irdischer König gleichkommen, denn sein Verhältnis zu Gott brachte ihm das Wundervollste, das ihm im Erdeleben beschieden sein kann: Speise und Trank aus dem Himmel, geboten von seinen Engeln und Dienern im Himmel. Und Gott, der Herr, steigt selbst herab und bringt sich seinen Kindern dar, und es wird ihn schauen können, der ihn verlangend erwartet, es wird ihn spüren, der seine Nähe ersehnt, und es wird seine Vaterliebe gewürdigt werden, jedes Kind, das diese begehrt. Denn der Vater gibt dort, wo er seine rechten Kinder seine Haare entweist, er stärkt, denn er es an der Tiefe des Glaubens gebricht, er vermehrt die Willenskraft derer, die ihm dienen wollen, und er greift dort gewaltsam ein, wo seine bisher nicht geachtet wurde. Denn nun wird die Welt aufmerken müssen, so der Herr die Zeit für gekommen erachtet, und sie ist nah, das göttliche Wirken nimmt bereits seinen Anfang. Darum wehrt euch nicht, sondern kommt dem Vater liebreich entgegen, so er euch seine Liebe antragen möchte,
und leg alle eure Herzen in sein Hände, auf dass er euch segnet und euch alle zum rechten Ziel führt. Amen.